So, hallo zusammen. So, jetzt haben Sie den Gag schon vorgezogen, sorry. Genau, das ist ungefähr, beschreibt ziemlich gut, wie ich mich gefühlt habe, die letzten Tage und auch die letzten Tage, die letzten Stunden. Ich bin jetzt wirklich auf die Bühne gerannt. Wir sind bis zur letzten Minute, haben wir gezeichnet, Prototyping gemacht, Konzeption. Ich habe dann noch versucht, ein paar Bilder, ich hoffe, ich habe die richtigen und nicht die vom letzten Jahr erwischt. Ansonsten liefern wir die noch nach und haben schnell die Präsentation zusammengestellt. Der Hintergrund zum World Usability Day for Kids ist, jetzt inzwischen ist die Idee 3 Jahre alt. Im ersten Jahr mussten wir eine Online-Version durchbringen, weil da wegen den Maßnahmen der ganze nationale Zukunftstag ausgefallen ist. Und letztes Jahr und dieses Jahr konnten wir es wirklich physisch durchführen. Die Rückmeldung ist sehr positiv. Also wir haben wirklich, letztes Jahr hatten wir knapp 22 Kinder, diesmal hatten wir 29 und ich glaube, wir hätten noch viel mehr einladen können. Aber man merkt, man kommt sehr schnell an die Kapazitätsgrenze, auch wie groß man so eine Gruppe betreuen kann. Das ist auch etwas, was man für die nächsten Jahre anschaut. Aber sie waren wirklich sehr engagiert über den ganzen Tag hinweg und haben wirklich super Sachen erarbeitet. Ich wollte euch mal ein bisschen zeigen. Also was wir natürlich versucht haben, ist zu sagen, wir tauchen nicht so tief ein, sondern wir zeigen Ihnen ein bisschen den User Experience Prozess, aber sehr auf einer sehr einfachen Ebene, wo wir gesagt haben, okay, das Wichtigste natürlich über Verstehen, Problemdefinition, Ausprobieren, Bauen und Testen. Und das Wichtige ist, dass wir das nicht auf einer theoretischen Ebene gemacht haben, sondern wir haben sie eigentlich direkt reingeschubst. Das heißt, sie haben sofort angefangen mit den verschiedenen Workshop-Modulen, haben dann angefangen und ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, was wir in diesen Blöcken gemacht haben. Genau, vielleicht können wir zwischendurch noch einen kurzen Applaus geben. Hier kommen unsere Hauptakteure da hinten rein. Sehr gut. Das ist eine Riesengruppe. Ja. So, perfekt. Jetzt alles gut. Ich auch besser das Bild, das du zu Beginn gezeigt hast. Ja. Das hätte ich mich auch gefühlt mit so einer großen Gruppe. Genau, das Gute ist, die Gruppe war sehr groß, aber sie haben alle wirklich super gehört, haben alles gemacht, was sie gesagt haben. Keiner ist aus der Reihe getanzt, von dem her hervorragend. Wir sind auch sehr gut im Zeitplan gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt hier kurz durchschauen, wir haben wirklich angefangen mit einer kurzen Einführung, aber haben sie dann starten lassen mit Future Design, wirklich einer sehr tollen Methode, wo sie die Zukunft, in dem Fall die Schule der Zukunft 2080, sich überlegen könnten, wie das denn ausschauen soll. Sehr spannende Sachen. Wir werden im Nachfeld mal detaillierter berichten, was da alles passiert ist. Also das ist wirklich sehr spannend, was da passiert ist. Dann durften sie die Lösung auch bauen. Sie durften die Schulen nachbauen mit Lego Serious Play. Das hat auch sehr gut geklappt. Hatten dann einen Überraschungsvortrag. Die Überraschung, genau, von Sanne moderiert. Die Überraschung zeige ich euch auch nochmal nachher. Und dann am Nachmittag hatten sie 2 Möglichkeiten zum Auswählen, so wie wir das die letzten Jahre auch gehabt haben, dass sie sagen, einmal Prototyping, also wie bringe ich meine Idee denn aufs Papier? Und das andere war das Thema künstliche Intelligenz. Wie ist da der Einstieg? Was muss ich darüber wissen? Und das Spannende auch wirklich, sie haben auch die ersten Sachen schon programmiert. Da können wir vielleicht nachher kurz dazu sagen, was da passiert ist. Genau, Future Design. Die Schule der Zukunft. Es sind wirklich sehr spannende Ideen rausgekommen. Also eigentlich links oben, ich finde, das waren die ersten 2 Zettel hier oben. Die Schule bezahlt das McDonald's-Essen zum Mittag und vor allem, man wird bezahlt, dass man zur Schule geht, weil es ist eigentlich eine Investition in die Zukunft der Kinder. Und ich hoffe, ihr nehmt das mit und dass wir das in den nächsten Jahren auch so umsetzen können. Genau. So hat es dann ausgesehen. Wir haben es in verschiedene kleine Gruppen gemacht. Die Kinder haben sich dann selber zusammengefunden, haben sehr schön zusammengearbeitet und haben das Ganze dann zusammengetragen. Wunderbar moderiert von den Kolleginnen von Sykes. Und genau. So, dann, was haben wir mit diesen Ideen gemacht? Das heißt, sie haben geschaut, okay, wie schaut denn jetzt die Schule der Zukunft aus? Und haben das dann wirklich im Lego Serious Play. Auch das war ein bisschen eine Herausforderung. Vielleicht, Sanne, möchtest du? Ah, du hast ja kein Mikro. Genau. Also, was die Sanne sagen wollte, es war extrem cool. Und hier zum Beispiel dieses Modell speziell hat wirklich den ganzen vom Kindergarten hinweg bis zum Gymnasium dokumentiert, wie es auch immer wieder schwieriger wird, komplexer wird. Und haben wirklich sehr gute Ideen gehabt. Hier den größten
Lego-Kopfturm, den wir auf Foto dokumentiert haben. Und es war wirklich sehr spannend. Das Mikro, genau. Ah, genau. Du darfst keine. Also wenn er, das geht. Wenn er mir schon ein Mikrofon in der Hand gibt, dann will ich auch was sagen. Also der Gag ist ja, wir haben ja nicht die Schule der Zukunft gebaut, wie sie aussieht, sondern wie sie sich anfühlt. Und das macht natürlich die Modelle besonders spannend. Ich kann vielleicht einen kleinen, so einen Wermutstropfen daran. Die fühlt sich irgendwie, glaube ich, noch genauso an wie heute. Vielleicht müssen wir an dem Thema vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker arbeiten, so wie Erwachsene. Jo. Und deswegen nehmen wir auch die nächste Generation mit, dass wir ihnen nicht sagen müssen, wie es ausschaut, sondern dass sie das von sich aus dann auch mitgestalten können. Super. Genau. Dann, das kommt nachher. Genau, hier. Dann hatten wir einen kurzen Vortrag vom Bionic Man. Das war unser Überraschungsgast. War wirklich sehr spannend. Ein echter Superheld auf die Welt gekommen, leider nur mit einem Arm, hat dann aber über eine bionische Hand, eine Roboterhand, die für ihn gebaut wurde, konnte er dann viel besser im Alltag zurechtkommen und hat das dann mitgenommen, reist jetzt rum, stellt das Thema vor, geht vor allem gegen Mobbing vor. Und das Wichtige ist, genau, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, könnt ihr das scannen oder nachher kommunizieren wir das auch. Das ist wirklich ein super Vortrag gewesen, um den Kindern auch zu zeigen, dass auch wenn man anders ist, durchaus seine Stärken haben kann und vor allem auch alle mitzunehmen. Er hat auch Comichefte rausgegeben, die sehr super sind, wo einfach keine ausgedachten Helden da sind, sondern wirklich Menschen, die es wirklich gibt, in die Comicgeschichten eingebaut, und war wirklich ein toller Vortrag, und da möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Gut, dann danach, nach der Mittagspause, hat man gemerkt, war schon ein bisschen schwierig mit der Konzentration, aber trotzdem haben sie sich gut gehalten und haben gesagt, so Prototyping, der erste Teil war das Verstehen, und auch da haben wir etwas gemacht, was vielleicht auch nicht gängig ist in dem Alter. Sie mussten sich wirklich zusammensetzen und ein Interview führen und schauen, mal ins Detail gehen, auf den anderen eingehen, ein bisschen Meinungen, Einstellungen rausfinden von den anderen, und so haben wir euch auf die Weise gezeigt, wie ich mit einer Befragung da vorgehen kann und die Informationen auch rausbekomme auf den Kindern. Genau, auch dann, ihr habt es ja hier auch schon mitbekommen, wir haben den Christian dann auch mal eingeladen hier, und der hat dann die Kinder dann nochmal aktiviert am Nachmittag und hat ihnen auch gezeigt, wie wichtig es ist, zu lachen. Für die Kinder an sich kein Problem, aber ich fand es selber, also als Zuschauer oder dann auch als Teilnehmer, habe ich gemerkt, wie sehr man sich dann überwinden muss. Aber dann am Schluss hat es eigentlich auch ganz gut geklappt und wir sind alle am Boden gelegen. Das habt ihr, glaube ich, nicht gemacht, oder? Das ist noch nicht so weit, das wäre dann für die Nächsten. Sehr gut, genau. Hier stehen sie noch alle, genau. So, dann konzipieren. Da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, alles zu fotografieren, aber wir schicken dann noch was nach. Und das ist genauso hier zum Beispiel Dokumentation vom Interview und dann beim Konzipieren, wo sie dann eigentlich genau das zeichnen konnten, was sie gestört hat. Wir haben also praktisch erstmal rausgefunden, was sind die Probleme. Schulranzen ist zu schwer, Stühle sind zu unbequem in der Schule, das Essen ist nicht gesund oder ich nehme zu viel Zucker zu mir. Und dann haben sie sich Lösungen überlegt, haben das skizziert, ob das über eine App gelöst wird, über Geräte, die ich an mir trage. Und es war wirklich sehr spannend, was da rausgekommen ist. Das war der eine Teil. Und der andere Teil ist künstliche Intelligenz für Kids. Und da kann, glaube ich, die Sanne, die live dabei war, mal kurz was dazu sagen. Wenn er mich wieder live schaltet, dann ja. Test? Ja. Ja, jetzt ja. Also, der liebe Eugen hat uns eingeführt, wie eine künstliche Intelligenz überhaupt arbeitet und was die so macht. Ich bin in natürliche Intelligenz und komplett limitiert, deswegen kann ich nicht sagen, wie der Inhalt war. Ich habe aber auf jeden Fall ein Orchester dirigiert, war sehr geil. Die Kinder konnten mit einer KI schauen, ob sie denn vorhersagen kann, was sie zeichnen, und konnten auch so ein bisschen die Grenzen ausloten. So wahnsinnig alles kann ja eine KI noch nicht, aber vielleicht gibt sie uns schon ein paar erste Ideen. Und hier konnte man noch eine andere KI ausprobieren, die aus unseren Gedanken, was uns denn so helfen würde, zum Beispiel ein Roboter, der meine Nägel macht, oder ein Roboter, der die Hausarbeit übernimmt, was sich eine KI denn überlegt, wie denn die wohl aussehen könnte.
Also ein paar schöne Ideen sind da schon dabei. Und es hat funktioniert. Du hast gesagt, ja. Konntest du es selber ausprobieren. Also, ich konnte mitprobieren, ja. Ich war, glaube ich, ein bisschen vordrängelig an den Rechnern, wie das so typisch ist. Aber ich glaube, ihr durftet auch noch ein bisschen was machen. Es war, glaube ich, ganz okay. Sehr gut, super. Genau, das seht ihr so, wie es das Programm ist. Wir versuchen immer jedes Jahr ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, die Themen auch neu auszurichten. Und für nächstes Jahr sind wir auch da ganz offen für neue Themen. Wenn sich da jemand beteiligen möchte, wenn jemand Ideen hat, kann er gerne an uns herantreten über die Kanäle und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Also ich denke, da ist sehr viel Potenzial da, das Ganze auch noch vielleicht ein bisschen auch thematisch ein bisschen zu sortieren. Das hat man auch gemerkt, wenn man sehr viele Themen am Tag macht, dass man springen muss. Aber ich fand, es haben sie wirklich super gemacht. Ja, das war es auch schon. Ich denke, wir haben es alles schön dokumentiert. Das heißt, in den nächsten Tagen können wir noch mehr Bilder zeigen, auch was sie wirklich gemacht haben. Und dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank an euch. Ihr habt es wirklich super gemacht. Ja, der Applaus ist für euch. Ja. Ja. Genau. Genau, kurze Fragen? Ja, genau. Wenn noch jemand von euch noch was sagen möchte? Jetzt sind sie, genau. Wenn Kleine noch kleiner werden, dann wohl nicht. Genau. Jetzt ist es auf einmal so schön ruhig hier. Ja, gell? Sehr gut. Meine Ohren werden so plötzlich so entlastet. Was ist los? Ja, genau. Das nächste Mal machen wir die Workshops hier vorne, dann ist es ein bisschen ruhig. Genau. Alles klar. Super. Also, danke euch fürs Mitmachen. Ja. Besten Dank. Danke vielmals. Ciao zusammen. Danke.